Wollen wir so anfangen, dass du einfach mal die Begrüßung machst? Soll ich die wirklich die Begrüßung machen? Ja? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, dann Gucken wir komm, dann am Ende. Ja, wir haben. dann mache ich die Begrüßung. Machst du Begrüßung? Gut. 3, 2, 1. Hallo! Warte, warte kurz, Oder? wir müssen uns kurz Ach absprechen. so, Willst du auf 3 die Begrüßung machen vielleicht? ja, dann mache ich da, ja, genau, dann mache ich auf 3 die Begrüßung, genau. Also vor 4 die 3, ne? Ja, die verhängnisvolle 3. Okay, hau Okay. raus. Zählst du an oder ich? Pass auf. 1, 5, 2, 4, 3. Ich habe 3 gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einem fantastischen und weiteren Folge von Raft. Zocken wir, oder? Was spielen wir? Raft? Ja, Raft, herzlich willkommen zurück nach unserem Fail der letzten Folge. Absolut, ey. Werden wir jetzt direkt auf die Yacht gehen, meine Freunde. Also nicht Oh, nach es wird Action geben. Vasagarthan, sondern diese andere Yacht hier. Diese Yacht mit J. Wobei, das Thema hatten wir auch schon, ne? Würdest du Yacht mit J oder mit Y schreiben? Mit Y. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass es mit Ja. Y geschrieben wird, Aber oder? es geht beides. Man kann tatsächlich beides machen. Ach, Und echt? ja, tatsächlich. Wir hatten Krass. bei Forest hatten wir da einen ja, Disput will ich nicht sagen, aber wir haben da schon sehr ausgiebig drüber philosophiert und letztendlich hat Google dann die Antwort bereitgestellt, beides geht. Ah, wunderbar, wusste ich nicht. Also ich hätte es jetzt immer mit Y geschrieben. Oder Okay. mit G. Ja, ich finde auch, weil Yacht ist ja, es kommt ja nicht von Jagen. Aber was jagen wir denn jetzt zuerst hier? Wollen wir das Lama jagen? Oh Hier, ja, pass guck mal, wie auf. es da hinten so Mein Lieber, rumwandelt. komm mal her. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. Und jetzt darfst du auch mal. Oh, bist du sicher? Ja, ich habe es eben verkackt. Jetzt darfst du es verkacken. Ohne Scheiß. Also wir haben Ja. 2 Schüsse. Ja, wir haben zwei Schüsse. Oh Gott. Ich beobachte das von hier oben. Ich dokumentiere das. Sie sehen hier zu meiner Rechten eine wilde Gerümpelkiste. Die Gerümpelkiste hat was ist das? Eine Ziege? Einen Das ist ein Lama? Lama. Ein Lama gesichtet. Es schleicht sich an. Es schleicht sich an. Das Lama hüpft. Es möchte gern was trinken. Ah, da hüpft's entgegen. Jetzt hast du. Oh, wie Ja, ich ein hab's. Profi. Ein Schuss, ein Treffer, mein Lieber. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt kannst du es, glaube ich, aufnehmen, oder? Ah, hier liegt die alte Dose rum. Geil, dass die. Rolle. Was steht da? Bone. Ich hab ne Frage an dich. Bob's Beans. Ha! Oh, ist weg. Ja? Wollen wir es duplizieren? Okay, ich trag's, ja? Ha, ich hab es. Alter, wie das aussieht. Das sieht so cool aus. Guck mich mal an. Warte, wir können Oha. es umbenennen. Wir können es umbenennen. Ich brauche. Oh Ach, wie ja. hieß es denn? Ah, verdammt, ich glaube Adumuff oder so. Auf dem Discord Yes. gab's bei Hangman schon eine Diskussion, wie die ersten zu benennenden Tiere zu heißen haben. Oha. Das muss ich eigentlich mal kurz rausfinden. Müsstest du eigentlich gucken? Können wir es auch nachher noch umbenennen? Dann könntest du es in Ruhe mal nachgucken. Ich weiß es nicht genau. Wenn Aber wir was ich mit der machen Folge könnte, ich könnte fertig ein sind. bisschen Werbung für Discord machen, meine Freunde. Kommt gerne auf Discord vorbei. Dort gibt es lustige Minigames, wie zum Beispiel Hangman, ne? Und wenn man dort lustige Namen irgendwie errät, kann es sein, dass das dann auch mal hier in so einer Folge dann so benannt wird. Aber da ich da so selten bin auf dem Discord, habe ich das vergessen. Oh, da kommt Jetzt der bin ich Hai. gespannt. Ich, Ja, soll, genau. soll ich unser noch nicht benanntes Tier Ich hab den erstmal Hai, ich hier. hab den Hai. Oh, sehr gut. Auf Mit drei? einem Schuss. Ich drop Ja, das mal hier. auf bitte. Oh, es will direkt weglaufen. Oh, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht die Tür öffnen. Also es wollte richtig losrennen gerade. Ja, Digga, wenn ich mit Carlos Halsus in einem Gehege bin, Ah, dann will jetzt ich sieht auch man. weglaufen. Oh Mann. Mann, wie nennen wir es Wie mich denn? Ich glaube anguckt. Wie Alumuff es oder so. mich Warte mal anguckt. ganz kurz, ich guck mal kurz. Ja, Wem? ich hab's nicht gefunden. Ich habe kurz pausiert, aber du hattest eine gute Idee. Wie wolltest du es nennen? Ja, wieso nennen wir es nicht Lahmarsch? Ich finde, es passt gut. Lahmarsch ist ein geiler Name. Du kannst Ja. gerne umbenennen. Nee, schreib du, damit die Leute es auch sehen. Direkt. Macht's. Pass auf, wie geht das? Ich muss es tragen und dann umbenennen. Sieht so geil aus. La. Mit H oder ohne? Mit H, oder? Wird Lama, Lam. jetzt mal noch ohne Scheiß, wird Lama so geschrieben? Mit H? Mit H wird das geschrieben so? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Kommt es nicht von Lam? Nee, Lama. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich schreibe es jetzt mit H. Lamarsch. Das ist jetzt Lamarsch. Lamarsch.
Ja. La Marche. Ja, gut. La Marche und Carlos Halsos. Ihr seid hier die Bewohner. Ne? Der hat eine ziemlich große Zahnlücke. Sieht witzig aus, wie du das trägst. Lamarsch, Carlos ja. Halsos. Was macht denn das Lama? Ach, das gibt, glaube ich, Milch. Warte mal, wir haben doch so einen Eimer. Wir können das jetzt, glaube ich, ja, melken, ja, ja, oder? Ja. Wo ist der Eimer? Haben wir den genau. schon gebaut? Ich glaube, es gibt schon einen Eimer. Ja, wir hatten noch irgendeinen Eimer. Baut man den mit Plastik oder mit Metall? Ich hab ihn schon. Oh, nice. Aber jetzt müssen wir erstmal warten wahrscheinlich, bis die, bis genug Milch in der Produktionskette ist, oder? Ich denke, nee. Wir müssen es auch erst domestizieren, oder wie es heißt. Also ja, braucht das nicht eine Zeit, bis es nicht mehr wegläuft oder sowas? Braucht das nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Warte, wir testen mal. Ich mach mal auf. Nee, es läuft nicht weg, wenn das Tor auf ist. Lahmarsch. Kannst du mal ein bisschen dich beeilen hier bei Milchproduktion? Lahmarsch. Vielleicht ist es aber auch Zebramilch, die wir bekommen. Ah, hier. Wir können das Zebra ja auch noch fangen, ne? Oh, ja. Wir haben ja noch einen Schuss. Also, ich habe noch einen Schuss. Boah, das ist richtig eine Safari-Folge hier ohne Gleichen. Ich habe die Dose hier nachgeladen. die Waffe mit der Dose nachgeladen und ziele hier über meine Gabel. Nice. Ich esse erstmal ein Ei. Okay, das Ei zu essen ist eine totale Eiverschwendung. Bringt genauso viel wie eine Kartoffel. Mhm. Super wenig. Finde ich sowieso komisch. Ja. So Kartoffel und ein bisschen Ei müsste eigentlich voll viel bringen. Also ich werde davon satt, esse ich 2-3 Eier. Weißt du, was wir vergessen haben? Mhm. Wir haben die Schaufel vergessen, hätten wir gleich mal mitbringen können. Ah, Mist, ja, stimmt. Naja. Okay, so, wo ist Zebra? Ich glaube, das war oben. Ein Bra. Bra. Ja, ein Zebra. Oh, ach, das ist gar kein Zebra, das ist ein Wildschwein, ist das. Da können wir wieder handeln, du. Oh ja, ich hab's angestochen. Er hat das Wildschwein angestochen. Wie ein angestochenes Wildschwein. Oh mein Gott. Es ist ziemlich schnell. Die Sau. Oh, ich schieß nur daneben, Mann. Jetzt. Nee. Ich hol mal meine Pfeile wieder. Ist ja wie bei The Forest. Ja, da. Oh. Ah, wir haben's. Ah, nein. Aufnehmen von. Komm, ich halte jetzt ja, einfach mal gedrückt. Nee. Ja. Oh, Leder, ja, rohes Fleisch. Wofür brauchten wir das Leder nochmal? Das gab's doch, hatte doch auch irgendeinen tieferen Sinn hier. Was haben wir hier? Hier ist eine Satellitenschüssel. Ja, das ist eine Kiste. Ja. Bolzen, Planke, Bolzen, Glas, Schrott und Planke. Mensch, das hat sich ja gelohnt. Aber rote Beere ist cool. Das ist ein Dodo. Dodo Nummer 2. Carlos Halsos. Sein Bruder. Carlos Halsos, ihm sein Urgroßvater. Ich sag's dir. Da hüpft er. Der ist schnell. Warte, wir sollten speichern. Warte, bevor du verschießt, ich speichere kurz. Welt ja, speichern. Ja. So. Dann probieren wir dein Glück. Jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Oh, wieso kann man den nicht... Da, hier. Da ist er. Oh, ey, du hast aber wirklich das Aim im Blut. Ich sag's dir. Oh, Mann, oh Mann. Wie nennen wir den jetzt? Abwasserrohr. Ich muss was trinken. Carlos Halsos? Abwasserrohr. Ich hab's aber ein bisschen anders genannt. Nein. Kannst du es schon lesen? Abwasser. Alter, ich kann das nicht lesen. Oh, fuck. Was? Ich hab nichts mehr zu trinken. Warte, ich drop dir. Nimm dir einfach eine Melone hier. Hier, da ist eine Ananas neben dir und eine Melone. Gut, und so. Dann, ich hab. Ja, Moment. Ich hatte aus Versehen Salzwasser in meinem Getränk. Das ist nicht so gut. Dumm gelaufen. Aber. Komm, lad auf. Hier ist noch eine. Wir wollten ja auch den Farbtisch mal bauen und so, ne? Genau, ja. So, ich gehe mal zurück zum Boot und hol mir noch was zu trinken, dann komme ich wieder. Soll ich die Schippe mitbringen? Ja, nimm mit. Ich laufe aber auch zum Floß, ich muss ja Abwasserrohr wegbringen. Abwasserrohr. Siphonius. Boah, wie das hier. Oh, der wäre auch cool. Der Name. Oder dann für den dritten Dodo. Ja. So, fühl dich wie zu Hause hier. Können die jetzt Dodo-Kinder machen? Weiß es nicht.
Kann man denn hier jetzt... Ach nee, guck mal. Man kann glaube ich, Wolle ernten. Da ist doch so ein Scherensymbol. Ah, ja, da ist das so ein Scherensymbol. Aber wie mache ich denn so eine Wolle? Hier eine Schere. Oh, Scharnier mit halb... Oh, geil. Ich glaube, die haben wir sogar schon mal gebaut. Ja, stimmt. Die hatten wir, für irgendwas hatten wir die gebaut. Ja, wahrscheinlich, weil wir einfach dachten, wir brauchen eine Schere zum Basteln oder so. Genau. Nee. Oh, guck mal, unser kleiner Jurassic Park. Jurassic Park. Metall. Ah, es kostet wieder Metall, ne? Das ist natürlich kritisch, aber wir sind ja auch auf einer neuen Insel und wer weiß, wofür das noch gut ist. Genau. Weil wir können dann ja wieder was erforschen, ne? Nämlich die Wolle. Das stimmt. Die Wolle und die Wollust können wir erforschen. Wolle erforscht die Wolle. Schnipp, schnapp. Komm mal her hier. Mach dir mal einen freshen Haircut. Ja. Yeah. Boah, einen stabilen Bart hast du auf jeden Fall, muss ich sagen. Danke, mein Freund. Den habe ich mir über 3 Tage wachsen gelassen. So, jetzt. Schnipp, schnapp. Eine Wolle. Cool. Oh, guck mal. Jetzt ist es Carlos. Es ist not amused. So, Digga, das ist mein Pelz. Ja, was mache ich jetzt damit? Wolle. Wow, unglaublich kuschelig steht da einfach. Ah, du kannst es doch am Forschertisch. Werf's mal in den Entdeckertisch. Entdeckertisch. Oh, ich fühle mich... Oh, der Heide greift wieder an. Ja. Ich fühle mich auch echt wieder größte Entdecker hier bei diesem Spiel. Erforschen. Ja, wir können jetzt endlich Lederweste. Schützt vor Holzsplittern. Eine Lederbeinschürze. Wo kriegt man Holzsplitter? Ich glaube es nicht. Wir können jetzt Rucksack. Einen Rucksack bauen. Ey, wie Rucksack. Krass. Wer hätte das jemals gedacht? Wir hatten eben noch das Thema. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da der Rucksack. Leder, Seil und Wolle. Oh, der muss jetzt produzieren. Leder haben wir. Oh, 4 Leder brauchen wir. Oh, da müssen wir aber nochmal ran hier. Haben wir noch Leder irgendwo? Ja, wir haben noch Leder. Oh, geil. Wir haben acht Leder. Mensch. Sehr gut. Ich glaube, oben war auch noch Leder. Aber 6 Wolle, ey, ganz ehrlich. Hier ist noch 3 Leder. Ich habe noch 3 Leder wegen dem Wildschwein. Das ist mein Inventar. Sehr gut. Wir müssen auch noch die Bäume mal wässern, dass wir wieder Nachschub bekommen von dem Holz. Ja, dann heißt es jetzt quasi Insel looten, Metall ernten, dass wir auf jeden Fall wieder ordentlich Metall produzieren können, weil wir wollen ja auch den Motor haben, um endlich mal zu Balboa reisen zu können, ne? Genau, und wir sollten das Gehege vergrößern. Das sollte auch Gehege anfallen. Und dann, damit wir mehr von diesen, von dem Gras hier anpflanzen können. Mehr Gras, ja. Und dann vielleicht, und so. Vielleicht, ja, genau. Dass vielleicht der Hai nicht immer direkt hier, weißt du? Was ist mit Hai und mehr Gras? Hä? Was? Wo? Gras und Hai. dass wir außenrum um dieses Gehege noch so einen Steg ziehen oder zumindest mal das Ganze vergrößern und dann ein bisschen absichern vom Hai, weil er ist wieder da. Aber abgesichert ist aber das Gehege schon. Guck mal, ich habe schon diese Panzerdinger rundherum gebaut, oder? Ja. Stimmt, genau. Ist schon, der Hai kann da nicht mal dran rumknuspern. Da ist jetzt Ende. Gut, ne, ich meine, wenn wir das Gehege halt ein bisschen vergrößern wollen, ich meine ja, wenn ja, wir gut, noch okay. einen Lama oder so bekommen. Das stimmt natürlich. Dann ist es halt... Wir sollten auf jeden Fall das Kistenmanagement besser organisieren, damit wir mal so eine Waffenkiste und sowas haben und eine wirklich richtige Essenskiste, wo dann... Wir müssten so eine Küche haben, weißt du, wo alles drin ist, wo wir dann nur Essen kochen. Haben wir doch hier oben. Aber einen extra Raum, meinst du? Extra Raum. Ja, genau. So halt so ein bisschen expandiert. Ja, das ist so eine Sterneküche anmelden sozusagen. Genau. Ich mag diesen Balkon hier. Weißt du, was ich jetzt als erstes mal mache? Ich nehme mal diese Essenskiste hier. Ja. Warte, erstmal baue ich eine neue Kiste. Hier kommt jetzt mal eine große Kiste hin. Und diese kleine Kiste, die kommt zum Gehege. Dann können wir nämlich da immer die Sachen hinpacken, die wir looten von den Tieren, oder? Genau, mach das so. Was brauchen so eine Kiste? Willst du so eine kleine Plastikkiste? Nee, ich will gleich eine große jetzt bauen, aber dafür brauchen wir Planken. Holzscharnier. Ja, Planken sind mangelbar. Scharnier habe ich noch 2. Und 3 Planken. Ja, wie viele Planken brauchen wir? 8. Ich habe jetzt hier noch eine.
Oder wir sagen, wir looten jetzt erstmal die Insel, ja, nehmen die Schaufel und dann düsen wir weiter, weil dann können wir, während wir bauen, einfach Ressourcen sammeln, ne? Jawohl, wäre ich dafür. Und dann einmal ordentlich über die Kisten drüber gehen. Ja, perfekt. Ja. Dann lasse ich mal den ganzen Kram hier, den wir nicht mehr brauchen. Die Kanone können wir im Prinzip auch hier lassen, oder? Ah, genau. Das Ding ist, weil wenn wir nämlich beide sterben, ist halt alles weg. Die weg, genau. Kann man Schilder? Also, ja, kann man. Man kann Schilder machen. Ich mach die Kanone jetzt mal. Hier ist jetzt der Wissensbereich. Der Wissensbereich? Ja. Ich leg die Kanone mal hier gerade ins Lager. Und dann kann's losgehen. Let's Rose. Irgendwas wird hier schnabuliert neben mir. Ich weiß gar nicht, wie so dieser Typ im Popcorn. Der Typ im Popcorn, ein Kino hinter dir. Genau. du hast verstanden, was ich meinte, ne? Absolut. Wunderbar. Ja, oder erst schlafen. Nee, eigentlich. Hast du die Schaufel? Ja, ich hab die Schaufel in der Hand. Ich hab die Schaufel in der Hand. Perfekt, perfekt. Hier wird jemand weggeschippt. Ich werde mal nebenbei ein bisschen die Blumen ernten. Wir wollten ja auch mal ein bisschen Farbe in unser Leben bringen, ne? Unser Wenn ich eine Graus. Schaufel auf dem Boot habe, bin ich dann ein Shipping-Ship-Ship? möglicherweise? Keine Ahnung. Oh, cool. Guck mal, hier ist ein Korallenriff. Hier liegt hundertprozentig liegt hier noch Metall und sowas. Ein Schrott. Shipping-Ship-Ship, ey. Ein Shipping-Ship, der Shipping-Ship. Aber das ist so nervig, man kann das hier nicht aufsammeln, weil man unter Wasser sein muss, um diesen Anker zu benutzen. Ja, das ist super, super ätzend, ey. Boah, das ist echt so, guck mal, das ist wie der Königsfelsen von König der Löwen. Das ist echt so, hier dieser Abhang hier. Wo bist du denn? Hallo? Ich bin im Wasser. Bolle! Bolle! Oh, was, wo? Hallo? Hallo? Zünd mal eine Fackel. Wo bist du denn? Hier oben, guck mal, wo denn? Hier hoch. Hä? Ich sehe dich nicht. Mann, ich schieße einen Pfeil auf dich. Ich tauche ab. Das wird mir hier zu bunt. Hast du ihn gesehen? Nee. Wir brauchen Leuchtmunition. Dann fällt es besser auf. Oh, und wir brauchen auch so einen neuen, Stinkefisch da, so einen Explosionsfisch. Oh ja. Das ist ja wichtig. Für was war der noch? Ach so, ja, für die Explosion. Genau, für ganz das ehrlich, ne? Der Rucksack, ich bin echt gespannt, der wird uns so das Leben erleichtern. Mhm. Oh, wir haben in dieser Folge einfach so viel geschafft, das muss man wirklich sagen. Bolle, da ist noch was? Ein Lama, da ist noch ein Lama. Echt? Ja, auf der anderen Insel, wir müssen unbedingt so einen Kugelfisch finden. Wie auf der anderen Insel? Gibt's hier noch eine Insel? Ja, da ist noch eine kleinere hinten dran. Okay, ja dann. Komm mal dorthin, wo wir da hochgeklettert sind, wo auch der Berg ist, wo die Satellitenschüssel steht. Komm da mal hin. Ja, ich würde noch kurz hier looten, weil vielleicht gibt es ja hier noch einen. Ja, so, ja, genau. Alles klar. Fisch. Ich gehe da mal rüber auf die andere Insel. Das Lama läuft uns ja nicht weg. Ja. Geh mal gucken, was da noch so ist. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein Fanggerät. Wir brauchen ein Fanggerät. Wir brauchen. Du kannst ja die Schippe hast du ja, ne? Das heißt, du kannst ja nebenbei schon mal. Wegschippen. Genau. Den Dreck da mal wegmachen, ne? Putz mal ein bisschen die Insel, dass die auch schön ist da. Falls Gäste kommen. Boah, zwei Lamas, das ist natürlich echt toll, weil dann können wir wirklich nicht nur uns beiden einen Rucksack bauen, sondern wir können auch uns die Rüstung bauen. Genau, das ist absolut Premium, was hier passiert. Ich glaube, das können wir auch ganz gut gebrauchen, die Rüstung für Balboa. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da auch wieder die ein oder andere Überraschung auf uns warten könnte. Ich weiß es nicht. Mhm. Bisher war ja immer irgendwas auf jeder Insel. Nur eine Frage zwischendurch. Das Paddel ist die Schippe? Nee. Oder ist... Gut, dann habe ich das Paddel eingesteckt. Ich doof. Nee, es gibt eine extra Schaufel. Es gibt eine extra Schaufel. Ja, das wusste ich. Das war eine Fangfrage. Ja, ich gehe mal gerade zurück zum Boot. Ja, mach mal. Ich glaube, das müsste irgendwo... Oh, da ist ein Fisch. Ich habe so einen Fisch gefunden. Ja! Ja, echt? Oh, Alter, wie cool. Ich gehe zurück zum Boot. Ich schlingel.
Kann man jetzt theoretisch hier was... Nee, kann man nicht. Man kann hier auf Inseln kann man nichts bauen. Jo, wir haben ihn. Ich schnapp wunderbar, erst mal einen Pfeil. Wunderbar. Nee, auf der Insel kann man nichts bauen. Das habe ich schon oftmals gefragt. Aber es geht leider nicht. So, explosives Pulver und... Oh! Ich muss irgendwas droppen. Seile. Hä? Jetzt nicht hier. Mach jetzt keinen Mist. Kugelfischkopf? Nein. Mach nicht diesen Kugelfisch. Oh, das gibt's doch nicht jetzt. Ich hab's. Warte, ich muss unbedingt was essen. Irgendwas droppen. Ja. So. Okay. Ja, zweimal explosiver ja, ne? Zweimal. Genau das, ja. Zweimal das, was du sagst. Haben wir ihn. Geil, dann können wir jetzt gleich das zweite Fieder machen. Oh, hier ist ganz viel Loot. Bin leider voll. Bist du gerade hier in der Nähe? Nee, ich bin jetzt gerade wieder an der Höhle. Ich hole jetzt den Dreck. Hol den Dreck. Gucken, ob hier was dabei war, was sich lohnen würde. Ah, Scharnier, Metallbarren. Ja, das lohnt sich doch. Was droppen wir denn mal? Das kann weg. Das kann weg. Die Blume kann auch weg. Sehr gut. So, na gut, der Lachssalat, den brauchen wir auch nicht. Den haben wir auch schon 100-mal. Ist so. So, zack. Ach, also ich habe 4-mal Schmutz. 4-mal Schmutz, 3 Planken. Ja. Leder habe ich noch 3. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe hier Ananassamen. Dann schwimme ich jetzt mal zurück zum Floß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Lama fangen, das Metall wegernten und uns dann hoffentlich mit genug Metall für das Motorboot auf dem Weg nach Balboa begeben, oder? Ja, auf jeden Fall. Machen wir so. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.